Nun freue ich mich, unseren nächsten Vortragenden vorstellen zu dürfen, Herrn Diplom-Ingenieur Stefan Auer. Herr Auer studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien Landschaftsplanung mit dem Schwerpunkt Gewässermanagement und Flusslandschaftsplanung. Er beschäftigt sich bereits seit über 10 Jahren mit fischökologischen Fragestellungen. Er ist für das Büro Plattfisch EU tätig und hat sich dem angewandten Artenschutz verschrieben. Da er Anliegen von Grundbesitzern und Bewirtschaftern aus erster Hand kennt, ist es ihm ein großes Anliegen, sie bei der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen mit einzubeziehen. Er meint, Artenschutz muss vor der Haustüre passieren und das global. Und ganz besonders gilt es für heimische Flusskrebse. Wir dürfen uns jetzt auf seinen Vortrag Flusskrebse im Fischereirevier freuen. Ja, danke für die Vorstellung. Es freut mich sehr, dass ich was über Flusskrebse im Fischereirevier sagen darf. Und ich habe mir dazu erlaubt, dass ich den Thema vor dem heurigen Forschungstag ein bisschen umbenenne. Der heißt Fische im Naturgewässer. Und damit es eben für Flusskrebse besser passt, Schneckfische im Naturgewässer. Schneckfische oder Muschelfische sind sehr althergebrachte Ausdrücke für Flusskrebse. Flusskrebse waren früher allgegenwärtig und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, man muss sogar sagen, der Jahrhunderte stark verändert. Flusskrebse hat es früher in jedem Gewässer gegeben und auch in jedem Haus mehr oder weniger, in jedem Kochtopf und auf jedem Teller. Man sieht auf der Darstellung sehr die Bemühungen, die man betrieben hat, dass man eben diese Flusskrebse aufs Teller kriegt. Und heute gibt es diese Bemühungen in ähnlicher Art und Weise, aber nicht mehr, weil man Lebensmittel fangen will, sondern aus Artenschutzbemühungen. Und weil eben der Flusskrebs jetzt nicht mehr allgegenwärtig ist, habe ich eine Darstellung mitgebracht. Und da muss ich gleich dazu sagen, ich bin ein schlechter Zeichner, darum habe ich das da rauskopiert aus dieser Broschüre von den Bundesforsten. Die ist auch online verfügbar und da sind alle Flusskrebse, eben nicht nur der Steinkrebs, kurz beschrieben. Sie heißt aktiv für den Steinkrebs und Amphibien. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich umringt bin von Mitarbeitern der Bundesforste, sondern weil es tatsächlich so ist, die ist wirklich sehr gut aufbereitet. Das kann ich empfehlen, wenn man sich für Flusskrebse interessiert, dass man da ein bisschen reinschaut. Ja, wie schauen die Flusskrebse eigentlich jetzt aus? Grundsätzlich sind es Tiere, die einen Panzer haben. Es sind Gliedertiere, die in gleichmäßige Segmente aufgebaut sind. Und was natürlich sofort ins Auge sticht und was jedes Kind weiß, sie haben eben zwei große Scheren. Bei den Flusskrebsen sind beide Scheren immer gleich groß. Und sie haben unterschiedliche Merkmale, anhand man Arten unterscheiden kann. Und da möchte ich die wichtigsten Merkmale kurz hervorstreichen. Das ist unter anderem diese Augenleiste, die ein wichtiges Merkmal ist, aber auch die Nackenfurche und wie sie gestaltet ist und ob sie den Bereich Dornen gibt oder nicht. Und auch das Rostrum, die Nasenspitze, ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Generell kann man zu dem Panzer sagen, der muss regelmäßig gewechselt werden. Also es passiert eine Haltung, wenn die Tiere wachsen. Das ist eben charakteristisch für Gliedertiere. Sie haben eine sehr opportunistische Nahrungsaufnahme, die Flusskrebse. Das heißt, sie fressen, was sie irgendwie finden. Angefangen von Pflanzenmaterialien in alle möglichen Zersetzungsstadien bis hin zu tierischen Materialien. Aas ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber sie ernähren sich auch kannibalisch. Die Lebensweise ist eher versteckt, das heißt, sie sind hauptsächlich nachtaktiv. Und verstecken sie tagsüber in Höhlen. Was kann man nur sagen, ja, weil es schon nachtaktiv war, die Paarungszeit ist im Oktober bzw. Im November, je nach Ort. Und es schaut so aus, dass die befruchteten Eier dann am Körper vom Weibchen getragen werden und im Frühjahr schlupfen die dann und die verlassen das Muttertier. Ich möchte jetzt da nicht genau auf diesen Bestimmungsschlüssel eingehen, der findet sich auch in diesem Folder von den Bundesforsten. Ich möchte vielmehr das Allgemeine halten, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Es gibt in Österreich 8 Flusskrebsarten und ich werde draußen ganz oft gefragt, ist das jetzt ein Flusskrebs oder ist das ein Bachkrebs? Und aus dem Grund habe ich da auf die Folie die Systematik aufgekaut.
Es ist nämlich so, dass jeder Flusskrebs, den man in Österreich findet, oder jeden Krebs, den man in Österreich findet, immer ein Flusskrebs ist, weil es ist die Bezeichnung der Überfamilie. Also der Bochkrebs ist tatsächlich ein Flusskrebs. Wenn man die Systematik nur ein bisschen weiter verfolgt, kommt man eben zu dem Begriff Gliederfüßer. Wie ich eingangs eben schon erwähnt habe, haben damit Wirbeltiere relativ wenig zum tun. Das erklärt auch, warum die Physiologie und die Lebensweise ganz anders ist wie von uns und was für mich sehr faszinierend macht, muss ich sagen. Wie viele von diesen Flusskrebsen gibt es jetzt bei uns? Gegenwärtig reden wir von 8 Flusskrebsen, die in Österreich auftreten. Ich gehe es ganz kurz durch. Der Dohlenkrebs ist eigentlich nur in Kärnten vertreten, ist eine relativ kleine Flusskrebsart, die wird nur ca. 10 cm groß. Ganz im Gegensatz zum Edelkrebs, das ist der größte heimische Flusskrebs, der eben früher große wirtschaftliche Bedeutung gehabt hat. Das ist der klassische Schneckfisch oder der klassische Muschelfisch, der von Teichen über Seen in alle Flüsse, wo die Wassertemperatur ausreichend warm war, vorkommen ist. Im Gegensatz dazu kommt der Steinkrebs nur in die kleineren Gewässer vor, aber da auch flächendeckend. Er wird ungefähr 10-11 cm groß und ist also ein klassischer Gebirgsbach- oder Grobenkrebs. Er wird auch als Bachkrebs bezeichnet. Und in Ostösterreich gibt es nur den galizischen Sumpfkrebs. Der ist gekennzeichnet durch ein bisschen längere Scheren und hat auch kein sehr großes Verbreitungsgebiet in Österreich. Dann gibt es noch 4 weitere Flusskrebse, die man antreffen kann, die sind aber nicht ursprünglich heimisch in Österreich. Beginnen möchte mit dem Kambakrebs, der hat so charakteristische braune Querbinden am Abdomen, also am Schwanz, anhand man den sehr einfach erkennen kann. Der kommt vor allem in Kärnten vor und ist da unter anderem im Weißensee sehr prominent. Dann den Signalkrebs, der mittlerweile flächendeckend in Österreich vorhanden ist und glaube ich die meisten leider Begriff ist. Es gibt nur den roten amerikanischen Sumpfkrebs, der ist in Europa eine sehr invasive Art und in Österreich aber nicht so weit verbreitet. Und abschließend nur ein neuer Krebs, der Marmorkrebs. Und das ist eben tatsächlich ein neuer Krebs, der ist nicht nur neu in Österreich. Der ist erst vor wenigen Jahren durch Kreuzungen in Aquarien entstanden und breitet sich seitdem weltweit aus und führt eben zu großen Problemen. Der beherrscht nämlich einen Trick und das ist die Parthenogenese, das heißt der Jungfernzeugung. Da reicht ein Weibchen aus, und es gibt eben nur weibliche Tiere von der Art, um sie fortpflanzen zu können. Das heißt, wenn ich ein Weibchen irgendwo in einem Gewässer drinnen habe, kann die eine ganze Population starten. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn man schnell neue Lebensräume besiedeln will und führt aber auch dazu, dass man heimische oder ursprünglich heimische Arten dann verdrängt. So, dieses orange Quadrat umfasst jetzt einmal alle nicht-heimischen Flusskrebse. Sie werden eben als sogenannte Neozoen bezeichnet, weil sie ursprünglich eben nicht in Österreich oder in Europa vorkommen sind. Und alle diese Neozoen haben eins gemeinsam, sie sind potenzielle Krebspestüberträger. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist und auf den ich später nochmal zurückkommen möchte. Aber zuvor möchte ich einzelne Krebse vorstellen, nämlich den Edelkrebs, den Steinkrebs und den Signalkrebs, die sind mitunter sicher die Arten sind, die am meisten verbreitet sind in Österreich und die am häufigsten Thema sein werden im Fischereirevier. Ja, beginnen möchte ich mit dem Edelkrebs. Man sieht sehr schön, dass es relativ ein großer Krebs ist und der ist bei weitem nicht ausgewachsen und aus dem Grund ist er eben interessant für die Küche. Dazu möchte ich nur kurz sagen, es ist relativ einfach möglich, dass man Krebse fängt, aber es ist nicht jedem erlaubt. Die Krebse werden im Fischereigesetz geregelt und nur der Fischereiberechtigte der Flusskrebse entnehmen. Und da gibt es wiederum auch ganz strenge Bestimmungen, wann welcher Krebs entnommen werden darf, weil viele eben geschützt sind. So viel dazu. Was nur wichtig ist bei den Krebsen, ist natürlich auch, dass man es einigermaßen gut unterscheiden kann. Ich möchte nur die wichtigsten Merkmale kurz anführen. Es ist eben da diese Augenleiste, die beim Edelkrebs zweiteilig ist. Man sieht es da auf dem Foto relativ schlecht. Was dafür gut erkennbar ist,
ist da diese Nackenfurche, die hat einzelne Dornen. Und das ist ein relativ eindeutiges Erkennungsmerkmal. Und was er auch noch aufweist, sind eben diese roten Gelenkshäute, beziehungsweise eine relativ unregelmäßige Panzeroberfläche. Der Steinkrebs, das ist eben dieser relativ kleine Krebs, der nur 11 cm groß wird, der ist vor allem in die kleinen Bäche unterwegs. Und der hat eine relativ kurze Nasenspitze, also das Rostrum ist da viel kürzer wie bei den anderen und auch viel stumpfer ausgeprägt. Außerdem ist die Nackenfurche sehr glatt und hat da keine Dornen. Das ist etwas, was man auf dem Foto leider nicht sieht. Was aber sehr gut erkennbar ist, sind diese orangen Punkte, die auch ein eindeutiges Erkennungsmerkmal sind, sofern sie eben vorhanden sind. Und jetzt zum Signalkrebs, der eben ursprünglich aus Amerika stammt. Da ist so, der schaut für mich immer ein bisschen abgeschleckt aus. Jetzt nicht, weil er nass ist, sondern weil er da ganz glatt ist. Also er hat viel weniger Dornen und andere Auswüchse wie die anderen Krebse. Die Nackenfurche ist da ganz glatt, der hat in dem Bereich auch keine Dornen. Die Augenleiste ist da zweiteilig. Und natürlich hat er den namensgebenden Signalfleck im Scherengelenk, der ist eben so weiß-türkis. Den sieht man wirklich sehr gut. Und die Scherenunterseite ist so rot-orange. Was jetzt diese Färbungen betrifft, muss man aber sehr gut aufpassen. Es ist nämlich so, dass man gerade bei Fischungen oder so Krebse findet, die keine Scheren mehr haben, weil sie es abgeworfen haben oder einfach atypische Färbungen haben. Und die darf man nicht fälschlicherweise dann als Steinkrebs oder Edelkrebs ansprechen. Also man muss immer mehrere Bestimmungsmerkmale anschauen. Das war jetzt ein kurzer Überblick über die heimischen Krebse und wie sie ausschauen. Der nächste Punkt war jetzt die Gefährdungen. Also ich habe jetzt schon öfter fallen lassen, die waren ursprünglich österreichweit verbreitet. Mittlerweile ist es so, dass die heimischen Flusskrebse sehr, sehr stark gefährdet sind. Es hat einen massiven Rückgang gegeben in den letzten Jahrzehnten, was die Bestände und die Dichten betrifft. Und das liegt an mehreren Gründen. Das erste ist einmal der Lebensraumverlust. Wir haben sehr viele Gewässer verbaut. Und das seit über 100 Jahren, recht rigoros, es sind die Ufer begradigt worden und der Lebensraum hat sich an der Fläche auch sehr stark abgenommen. Dazu wird er überprägt durch menschliche Eingriffe wie Geschieberäumungen oder Kraftwerke und es hat auch in den letzten Jahrzehnten ein verstärktes Erosionsaufkommen gegeben, warum jetzt einfach auch mehr Feinsediment in die Gewässer drinnen ist und somit der Lebensraum weiter eingeschränkt wird. Ein weiterer Punkt sind die Stoffe, die ins Gewässer reinkommen. Wir haben jetzt Stoffeinträge in die Gewässer, die es vor 100 Jahren gar nicht gegeben hat. Und die sind zum Teil, was Krebse betrifft, relativ schlecht untersucht. Dadurch, dass Flusskrebse Gliedertiere sind und so ganz andere Physiologie haben wie Fische als Wirbeltiere, kennt man viele Auswirkungen gar nicht. Das möchte ich am Beispiel der Insektizide kurz anführen. Insektizide wirken ja ganz gezielt auf Insekten und durch das nahe Verwandtschaftsverhältnis kann wirklich passieren, wenn kleinste Mengen von Insektiziden ins Wasser kommen, dass dadurch Krebspopulationen ausgelöscht werden und die Fische im gleichen Gewässer aber komplett unbeeinträchtigt davon sind. Weil die Dinge auch oft gar nicht so weit untersucht sind, weil die Bedeutung von, oder die wirtschaftliche Bedeutung, muss man sagen, von Flusskrebse halt einfach sehr, sehr gering ist. Der Hauptgrund, warum Flusskrebse halt nicht mehr vorkommen in dieser großen Anzahl, sind die gebietsfremden Flusskrebse. Also im 19. Jahrhundert hat es begonnen, dass man aktiv Flusskrebse aus Amerika in Europa einsetzt. Die Bemühungen haben bis in die 1970er Jahre angehalten und es ist wirklich gelungen, dass man die amerikanischen Flusskrebse in Europa und auch in Österreich etabliert. Und das führt eben dazu, dass diese gebietsfremden Flusskrebse in direkter Konkurrenz zu den heimischen Flusskrebsen stehen. Es ist eine Konkurrenz um den Lebensraum und auch Konkurrenz natürlich um die Nahrungsgrundlagen. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Verbreitung der Krebspest, die damit begonnen hat. Es ist so, dass jeder oder fast jeder amerikanische Flusskrebs die Krebspest in sich trägt. Das ist eine Krankheit, bei der es sich um einen Oomycetan handelt. Das ist ein Eipilz, das ist kein richtiger Pilz, sondern eher so ein Braunalgenverwandter mit der schönen Bezeichnung Aphanomyces astaci. Und
Die amerikanischen Flusskrebse sind weitgehend resistent gegen diesen Krebspesterreger. Der macht ihnen nicht viel aus. Nur sobald sie sterben oder sie halten oder aus anderen Gründen kann passieren, dass Sporen des Krebspesterregers ins freie Wasser kommen. Und die haben zwar Geißeln und können sie mit denen aktiv im Wasser bewegen, bis sie wieder von neuem Wirt treffen. Und wenn es ein heimischer Flusskrebs ist, dann gelingt es denen relativ gut, dass sie den Flusskrebs dann infizieren und dass der erkrankt. Und das schaut so aus, dass der im ersten Schritt dann lethargisch wird und in weiterer Folge dann relativ schnell stirbt, bis ihm dann die Schwammerl da aus den Augen auswachsen. Das ist nicht schön zum Anschauen. Aber damit ist das Drama noch lange nicht beendet. Es ist nämlich so, dass dieser heimische tote Flusskrebs jetzt eine Unmenge an neue Sporen ins freie Wasser abgibt und die alle wieder sie heimische Flusskrebse suchen, die sie wieder infizieren können. Und so beginnt eine Kettenreaktion, die schneeballartig zum Massensterben führt. Und so binnen kürzester Zeit, also wir reden von wenigen Tagen, ganze Populationen restlos auslöschen können. Also es ist ein großes Problem und darum komme ich jetzt zum wichtigsten Teil von meinem Beitrag, nämlich Maßnahmen gegen die Verbreitung der Krebspest, weil mir das selber ein großes Anliegen ist. Und das Erste, was man machen kann, ist einfach eine Öffentlichkeitsarbeit leisten und eine Bewusstseinsbildung schaffen. Leute, die oft am Gewässer draußen arbeiten oder sich einfach für am Gewässer draußen aufhalten, sollten informiert werden, dass es die Problematik gibt, so wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Und das kann auf mehrere Ebenen passieren. Zum einen im Bereich von Nationalparks oder Naturparks, aber natürlich auch auf Behördenebene, bis hin zu Fischereireviere, die sich dem Thema annehmen sollten, aber genauso andere Verwaltungseinheiten. Und da muss dann mehr oder weniger klar gemacht werden, dass die aktive Verbreitung von Flusskrebsen heute einfach nicht mehr passieren darf. Ich glaube, das liegt eh auf der Hand. Das betrifft vor allem Aquarienliebhaber und Teichbesitzer. Und der zweite Punkt, der aber viel schwerer greifbar ist, ist, dass auch die aktive Verbreitung von Krebspesterregern unterbunden werden muss. Und da geht es jetzt um diese Krebspestsporen, die im Wasser drinnen sind. Die halten sie ungefähr 5 Tage, bis sie von alleine absterben, wenn sie auf keinen Wirt treffen. Das heißt, sobald ich nasses Material in ein Gewässer einbringe, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich Überträger der Krebspest bin als Mensch. Natürlich kann es auch über andere Vektoren gehen, wie Tiere, aber was den Mensch betrifft, haben wir einfach sehr viel in der Hand. Und darum möchte ich das ein bisschen ausbreiten. Ein Thema, was beim Kurt Pinter schon wichtig war, war der Fischbesatz. Und da ist so, mit den Transportwässern werden nicht nur die Fische transportiert, sondern unter Umständen auch Krebspesterreger. Also wir haben vorher gehört, dass die Fische kreuz und quer miteinander geführt werden. Man weiß fast nicht mehr, wo die ursprünglich herkommen und wann die Fischzucht im Einzugsgebiet Signalkrebse gehabt hat, was nicht sehr unwahrscheinlich ist. Dann kann ich mit dem Transportwasser unter Umständen einen Krebspesterreger in meinem Fischereirevier besetzen. Anderer Punkt sind Bauarbeiten. Wenn ich am Vormittag irgendwo eine Baustelle habe mit meiner Baufirma im Unterlauf von einem Gewässer und ich richte einen Blockwurf her und fahre dann am Nachmittag auf, weil in einem Oberlauf von einem kleinen Graben was zum Herrichten ist, dann kann ich potenziell mit meinen Arbeitsgeräten, mit meinen Gummistiefeln, mit meinen Baumaschinen die Krebspest übertragen. Und die Gruppen, die am schwersten fassbar sind, sind die Freizeitnutzer. Es ist das, was auf der Hand liegt, am meisten sind die Angler, ne? Die zuerst in einem Gewässer sind, dann im nächsten. Aber es kann auch sein, dass das zum Beispiel passiert, wenn man mit den Kindern am See fährt, baden, die spielen am Strand, sammeln schöne Steine, kommen dann am Abend heim. Die Steine schaut keiner mehr an, sie werden im Graben hinter dem Haus entsorgt. Und das kann mitunter dazu führen, dass ich einen Steinkrebsbestand, den ich vielleicht gar nicht kenne, auslösche, weil ich mit den nassen Steinen die Krebspest in das Gewässer eingebracht habe. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie das alles passieren kann. Aber es gibt auch Gegenmaßnahmen. Und wir haben im Büro jetzt einen Leitfaden oder Anleitung entwickelt, wie wir mit dem Thema umgehen. Und ganz wichtig ist einfach die Desinfektion. Also ich werde schauen, dass wir das in den nächsten Tagen dann auch diese Desinfektionsanleitung bei uns auf der Homepage schon haben zum Oberlohner. Wir arbeiten mit Wirkon S. Es ist relativ einfach und
unkompliziert zur Anwendung, es kostet nicht viel Geld und es hat den großen Vorteil, wenn ich meine Stiefel und meine Ausrüstung, meine Angelausrüstung für mich also desinfiziere, dann dauert das maximal 10 Minuten. Aber ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben und ich kann mir sicher sein, dass ich nicht die Krebspest übertrage. Das kann jetzt vom privaten Anwender bis zu der Maßstabsebene aufgehen, dass ich ganze Desinfektionsstraßen für Baumaschinen einrichte. Das ist ein Beispiel aus Hessen, wo das tatsächlich so gemacht worden ist, um einen Steinkrebsbestand zu schützen. Ja. Es gibt noch andere Maßnahmen zum Schutz der Flusskrebse. Und da ist das erste eigentlich die Verbreitung. Wir wissen oft gar nicht mehr, wo unsere Flusskrebse sitzen. Es ist ein Thema, das in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber tatsächlich sollte das immer der Beginn sein von einem Management, also im Artenschutzbereich. Dass man sich anschaut, okay, habe ich in den Gewässern überhaupt noch heimische Flusskrebse drin, sitzen amerikanische Flusskrebse drin und wie gehe ich mit dem Ganzen um? Das sollte die Basis sein für einen Managementplan, wo eben dann Maßnahmen festgelegt werden oder Bereiche festgelegt werden, wo ich Sachen tun darf oder nicht tun darf. Beispiele waren, dass ich in einem Gewässerabschnitt nur dann angeln darf, wenn ich meine Ausrüstung vorher desinfiziere. Oder wenn ich weiß, es gibt einen Graben mit Steinkrebs drinnen, dass ich da einen Ufergehölzstreifen anlege und schaue, dass sich dort die Lebensraumsituation verbessert. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Maßnahmen und das muss auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Naheliegend ist natürlich bei Schutzgebieten, dass man das für Nationalparks, Natura 2000 Gebiete und Naturparks macht, aber genauso sinnvoll und ich glaube notwendig zum Schutz der Flusskrebse ist es auf der Ebene für die Fischereireviere, dass man sich eben anschaut, wo sitzen die Krebse und was kann man tun, dass man die Situation für die Arten verbessert. Und wenn wir dann Maßnahmen formulieren in diesen Managementplänen, dann geht es im nächsten Schritt dann daran, dass man es umsetzt. Das sind auch Dinge, die man halt dann nicht vernachlässigen sollte. Und dass das, und darum ist ein Managementplan so wichtig, dass man ein bisschen einen Leitfaden hat, wo man sich anhalten kann. Ein weiterer Punkt im Artenschutz sind so Besatzmaßnahmen. Wir schauen wirklich seit längerer Zeit, dass man möglichst viel Gewässer finden, wo man heimische Krebse besetzen kann. Einfach aus dem Grund, um das Risiko zu streuen, dass die Art in weiten Gebieten verschwindet. Da arbeitet man sehr viel, vielleicht zu dem Foto noch, weil es eben thematisch zusammenhängt, das ist eine Abbildung vom Offensee, der eben vor allem bei diesen Besatzmaßnahmen ein ganz wichtiges Quellgewässer immer war und eben ist. Und wir diese Bemühungen eben in ganz vielen Gewässern machen, die bekannt sind als Badegewässer, aber auch in sehr abgeschiedene Gewässer. Also Beispiele sind so Tümpel im Kobernasserwald, auf denen überhaupt kein Druck liegt, dass irgendwie Freizeitnutzung oder so geben würde, eben aus dem Grund, dass man ausschließen kann, dass Menschen die Krebspest übertragen. Weitere Managementmaßnahmen, die eben aus so einem Managementplan rauskommen und denen wir mit den Bundesforsten machen, ist zum Beispiel die Richtung von einer Krebssperre. Das Foto da zeigt den Sulzbach, das ist ein super Steinkrebslebensraum, der dann in weiterer Folge in die Krems mündet. In der Krems wissen wir, da sitzen die Signalkrebs drinnen und wir wollen verhindern, dass die eben weiter aufwandern können zu den Steinkrebsen. Und dazu gibt es eben Bemühungen mit der Abteilung Naturschutz vom Land Oberösterreich, wo versucht wird, durch den Einbau von so Stahlblechen, dass das Aufwandern von Krebsen verhindert wird. Was aktuell gerade ein Thema bei uns ist, ist die Ausarbeitung von so einer Handlungsanweisung oder vom Handbuch zur Ermittlung von Flusskrebsbeständen und in weiterer Folge zur Ermittlung der Erhaltungszustände der festgestellten Populationen als wichtiges Management-Tool. Also wenn man sagen kann, wie gut ist ein Bestand überhaupt beieinander und wie komme ich die Daten eigentlich aggregieren. Und natürlich sind Flusskrebse ein Thema, wo man noch sehr, sehr wenig weiß. Aus dem Grund gibt es auch viele Forschungsarbeiten in dem Bereich. Momentan sind wir in einen Methodenvergleich involviert, wo wir eben schauen, wie man am besten Steinkrebse erfassen kann in kleine Gewässer. Und ein anderer Punkt ist, dass wir
gemeinsam mit der Sinsoma GmbH in Tirol uns überlegen, wie es mit der Anwendbarkeit von Umwelt-DNA-Methoden zum Nachweis von Flusskrebsen ausschaut. Ja, mit der Abbildung von dem super Steinkrebs-Lebensraum im Sitzbach möchte ich das Ganze abschließen. Ich hoffe, ihr habt das Interesse bei dem einen oder anderen wecken können für Flusskrebse. Und was mir ein besonderes Anliegen eben war, ist, dass einfach ein wichtiges Augenmerk die Gewässerhygiene ist und dass das vielleicht ein bisschen mehr in Zukunft berücksichtigt wird. Danke.